feuerfrei. Wir fangen mit einem legendären Pack an. Nein, doch. Oh Gott, warum? Okay. Weiter geht's. Oh, ich habe ja noch zwei Wraith-Pakete. Stimmt ja. Oh, das Holospray ist cool. Michael Jackson-Style. Finde ich mega, mega, mega geil. Achso, das habe ich schon gemacht. Everything you need. Na, das ist doch das erste Standardpack gleich mit Gold. Ein Prowler-Skin. Ah, das ist natürlich geil, jetzt wo die Prowler wieder zurück ist. Ich finde im Allgemeinen die meisten Prowler-Skins tatsächlich extrem hässlich. Aber der sieht gar nicht mal so blöd aus. Boah, Alter, was geht denn hier ab? Habe ich hier richtig Glück oder was? Oder habe ich was verpasst? Für wen ist denn der? Für Gibby. Was sieht daran bitte legendär aus? Naja. So, ist alles zu sehen soweit. Stören meine Einblendungen hier. Ach, naja, links und rechts ist meistens nicht so spannend. Achso, stopp, ich bin bei 220 Crafting-Metalle, ganz wichtig. Mal gucken, wie viel es nach den Packs ist. Ich glaube, ich war bei unter 100 beim Start. Wolfgang, willkommen zurück. Läuft, ja. Du hast gerade die spannendste Runde im Stream verpasst. Wenn kein Rot kommt, sehe ich Rot. Ach, mal gucken, ich weiß gar nicht. Also ich, seit dem letzten Erbstück habe ich schon wieder ganz schön viele Packs geöffnet. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit könnte gar nicht so schlecht sein. Boah, dafür, dass der selten ist, sieht der in komplett weiß schon geil aus. Muss ich mal sagen. Hat was. Noch einer. Selten. Einmal ohne Mist dafür, dass es ein seltener Skin ist. Auch der sieht genial aus irgendwie. Doch. Nee, Wolfgang, ich meine das tatsächlich eher ironisch. Aber ich leier diese Geschichte jetzt nicht nochmal an. Sonst steigere ich mich da nur wieder rein. Es war klar, extrem viel Seer und Rampage-Stuff. Na, bis jetzt waren es zwei legendäre. Das erste Pack zählt ja nicht.
Die ähneln sich von der Farbe irgendwie fast alle. Viel zu viel Weiß überall. Dreimal selten, dreimal Crafting Metall, komm. Nein. Okay, krass. War irgendwie noch nichts Weltbewegendes dabei. Der Prolor Skin war, naja, okay. Bankskin. Ach, ist halt schade, dass man Bangalore nicht spielt, ja? Also richtig gute Skins hat Bank, glaube ich, auch nicht, ne? Aktuell fühlt sich das Pack-Opening echt mager an. Sehr, sehr mager. Ich glaube, das ist aktuell mein schlechtestes Pack-Opening gefühlt. Was ich geil finden würde, wenn irgendwo im Inventar oder irgendwo im Menü so ein Prozent-Counter ist, der sagt, du hast 60% der gesamten Inhalte, die man so in Packs kriegen kann, schon, keine Ahnung, oder sowas. Oder für die Legenden einzeln. Und für die Waffen, das würde ich echt geil finden. Damit du weißt, wie viel du noch reinbuttern musst für EA. Ja, alles, ich habe nicht alles, also so weit würde ich jetzt nicht gehen, Dragon Man. Aber ja, tatsächlich, ich... Aber es gibt noch so vieles, was ich nicht habe an legendären Stuff. Zeig mir die Farben hier für die Sentinel. Naja, Halbzeit. So, die ganzen seltenen Skins fürs hier sind jetzt weg. Oh, ein Wingman Skin, edel. Oh ja, der ist schön. Sehr, sehr schicker Skin, doch tatsächlich. Den kann man doch mal ausrüsten. Schick, schick. Falls Erbstücksplitter dabei sind,
werde ich mir kein Erbstück holen. Ich habe aktuell alle Erbstücke, die mich interessieren. Und da ich schon 5 habe und die ganzen anderen Erbstücke, die jetzt noch im Store sind, das sind alles Legenden, die spiele ich nicht. Und da meine Mains Revenant, Octane, Pathfinder, die 3 Erbstücke habe ich alle. Weiß ich nicht. Mal gucken, was in Zukunft noch kommt. Warum sinnlos rausballern? Diese dämlichen Frames, Alter, das ist so sinnlos. Für Fuse, okay. Nee, ist Wraith Air. Ich hab Lifeline, ich hab Octane, Pathfinder, Bloodhound. Die anderen habe ich ja schon genannt. Bloodhound, Octane, Pathfinder, Revenant und Lifeline, ne? Die 5. Da steht's doch. Siehst du, gibt's sogar ein Command für. Ey, komm, irgendein Knaller. Ich möchte jetzt irgendeinen Knaller sehen. Wenigstens eins, was mich so völlig wegflasht. Alter, das hat aber gerade richtig gespackt. Es gab jetzt vor ein paar Tagen übrigens einen Bug. Da hast du teilweise nur 2 Items drin gehabt und das letzte war immer leer. Und da gab es sogar jemanden, der hatte bei den Erbstücksplittern nur 2 und das dritte war leer. Du hast aber trotzdem 150 bekommen. Das fand ich frech. Für episch gar nicht mal so hässlich. So, noch 31. Also wenigstens ein legendäres kommt auf jeden Fall noch. Alle 30 Packs, wer es nicht weiß. Es ist belastend. Mindestens ein legendäres. Ich finde das witzig, wie dieser Tick hier aus dem Bild manchmal läuft, wie gerade eben. Das sieht so mega geil aus. Pum, 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 pum. Gott, jetzt kommt, jetzt, das ist wieder so typisch, jetzt kommt fast nur noch, weil man dieses ganze normale und seltene Zeugs jetzt gezogen hat, hier dreimal hintereinander, jetzt, also jetzt 6-mal seltenes Crafting-Metall. Ah, das ist, ah ja, das kann man sich schön aufsparen, wenn mal wieder irgendein Event ist, wo was Geiles dabei ist und du kein Geld ausgeben willst. Na, jetzt bin ich gespannt. Komm, was ist es für ein Frame? Ein Holospray, Alter, warum sind die legendär? Was ist an dem so besonders? This is come. Das ist dämlich, ey, wirklich. Ach Mann, naja. Unfassbar.
Also ein legendärer Skin fürs Tier oder so wäre schon cool gewesen. Ah, das ist echt enttäuschend. Krass. Die goldenen Holos sind immer animiert, echt? Okay. Ich muss ganz ehrlich sagen, diese Holosprays und dieser ganze, auch diese Emotes kann man haben, muss man aber nicht. Die interessieren mich so null. Ich bin weder daran interessiert, irgendwelche Holosprays mitten in der Runde auf der Straße zu schmeißen, noch irgendwie sinnlos rumzutanzen. Ich meine mal so aus Just for Fun im Arena-Modus, in diesem Wartebildschirm oder was weiß ich, im Loading-Screen, jetzt wenn du Champion geworden bist oder so. Ja, kann man mal machen, aber weiß ich nicht, wozu. Jeder, der auf der Map sinnlos rumtanzt, der sollte einen Kraber-Shot aber direkt kriegen in seine Fresse, weil er es nicht anders verdient hat. Wenn man dann versucht, jetzt einen Gegner zu verschmähen an seiner Deathbox. Wie Teabaggen. Headshot in die Fresse, weg damit. So haben die Leute das verdient. Mag das nicht. Ach, das ist auch wirklich ein ganz, 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 ganz schwaches Pack-Opening hier. Sehr viel Schrott. Mal gucken, wie viel Crafting-Metall zusammengekommen ist. Ich war ja fast bei null. Ich habe ja vorhin noch vor dem Pack-Opening noch für die Rampage diesen Rebirth, heißt ja so, wo dieser Phoenix-Schriftzug drauf ist. Den habe ich mir so geholt, weil der war wirklich geil, der Skin. Ein richtig, richtig schicker Skin. Letztes Pack. Erbstücksplitter. Woo! Das wäre ja auch zu schön gewesen. Oh, das war echt ein richtig mieses. Naja, so knapp 3000, na, 3300 Crafting-Metalle waren das jetzt. Oh ja. War jetzt echt das Schwächste. Von keine Ahnung, wie viele Pack-Openings ich schon gemacht habe. 10, 11, 12, keine Ahnung. Es ist schon. Glückwunsch zu deinem richtig geilen Pack-Opening. Alter, war das schlecht. Ich Wirklich. musste kämpfen, nicht einzuschlafen bei dem Ey, geilen Inhalt. ohne Mist. Ich glaube, ich bin jetzt auch so schläfrig, dass ich nichts mehr hinkriege.